Ich freue mich voll, denn jetzt geht's weiter durch Irland. Heute Stopp Nummer 2 und zwar in Tullamore. Hallo, herzlich willkommen, wir sind Gindex und das ist der More Gin. Was ist besser als Gin? More Gin. Ist klar. Der More Gin kommt aus Tullamore, genau wie der Tullamore Dew Whisky. Tullamore liegt am Grand Canal, der verbindet im Prinzip viele Städte, ist 130 Kilometer lang, von Dublin bis nach Tullamore. Dieses geschwungene, um die Flasche gewickelte Etikett soll auch an diesen Kanal erinnern. Ich finde das ein ungewöhnliches Etikett, habe ich so noch nicht gesehen. Finde ich sehr spannend. Und hier sehe ich auch schon die Botanicals, die mich erwarten. Blackberry, Raspberry, Cranberry und Juniperberry. Das ist der Wacholder. Das ist eine 0,7 Liter Flasche und der Gin hat 40 Volumenprozent Alkohol. Batch Nummer 13, Flasche Nummer 1865. Ob das was bedeutet, schmecken wir es mal raus. Das ist eine Beerenbombe. Das riecht sowas von nach Erdbeere und Brombeere, was auch immer. Also das ist der Hammer. Ach, da steht's ja sogar. Wildberry Infused Gin. Der riecht extrem wie so ein rosa Gin. Ganz arg fruchtig. Also Wacholder, Zitrone, Kräuter, nö, Beeren. Cheers. Der Geruchseindruck bestätigt sich im Geschmack. Er ist sehr beerig, er ist ein bisschen scharf, er erinnert extrem an die rosa Gins, die wir auch in diesem Video getestet haben. Er schmeckt, wie schon auf dem Etikett versprochen, nach einem Wildberry Infused Gin. Das ist leider jetzt gar nicht so mein Geschmack. Dieses süße, fruchtig, beerische. Der hat sehr, sehr wenig mit einem klassischen Gin zu tun. Schauen wir mal, was er als Gin Tonic taugt. Als Gin Tonic funktioniert das ziemlich gut. Ist lecker. Ist halt sehr beerig, immer noch. Aber zusammen mit dem bitteren Tonic ist es nicht mehr so unangenehm. Ist richtig erfrischend, also ich kann mir das sehr gut im Sommer vorstellen. Ja, es ist leider wirklich so wie diese rosa Gins. Viel zu süß. Im Tonic schmeckt es jetzt leider ziemlich künstlich. Bin ein bisschen enttäuscht. Hat wirklich nichts mehr mit einem klassischen Gin Tonic zu tun. Das ist relativ süß, mit ein bisschen Bitternis vom Tonic, aber ansonsten sehr bekömmlich und für den Sommerabend schon okay. Nee, das mag ich nicht trinken. Sorry. Der More Gin. Wildberry infused. Leider ganz und gar nicht mein Fall. Viel zu süß, beerig, fruchtig. Nein. Er ist, anders als er aussieht, kein klassischer Gin. Er ist ein sehr beerenbetonter, süßer Gin. Ist Geschmackssache. Wer rosa Gins mag, der wird den auf jeden Fall zu schätzen wissen. Für die Leute, die wie wir, die klassische Gins mögen, ist es eher vielleicht was für einen Sommerabend als Gin Tonic. Ich bin sehr zuversichtlich, dass der nächste Stopp in Irland deutlich besser wird. Und ich bin gespannt, wo es uns hin verschlägt. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Abonnieren, Glocke, benachrichtigen lassen, Video gucken, nicht verpassen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut so lang. Ciao.